Hallo, meine liebe Waage, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meine Waage. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Die einzelnen Abschnitte dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Wagen. Nimm daher auch nur das mit, dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können, nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, meine liebe Waage, sehr, sehr spannend. Das Thema mit Grübeleien oder ja, negativen Gedanken zeigt sich nämlich aktuell in verschiedenen Legungen. Also das ist hier offenbar ein kollektives Thema. Auch bei dir haben wir diese Thematik. Es geht ja darum, dass du bezüglich einer bestimmten Angelegenheit vornehmlich negative Gedanken hegst und das Positive zu stark ausklammerst. Ja, also dass hier auch positive Entwicklungen möglich sind. Hier geht es auch darum, dass du dir sehr viele negative Szenarien ausmalst, die teilweise sehr weit in der Zukunft liegen, in einer Zukunft, die vermutlich nie stattfinden wird. Ja, deshalb ist es auch wichtig, ins Hier und Jetzt zurückzukehren, was auch immer das Thema ist, das sich hier zeigt. Was ich hier nämlich auch sehe, meine liebe Waage, ist, deshalb ist es so wichtig, dass du jetzt auf deine Gedanken achtest, weil hier geht's um eine große Chance für dich, ja, also wenn ich mir so, also hier sind sehr, sehr starke Karten in dieser Legung, die ja eine sehr wichtige Bedeutung haben. Hier geht es um eine Art Abkürzung oder eine sehr rasche Verbesserung deiner Situation, die hier nämlich aktuell stattfinden soll und stattfinden kann. Irgendetwas kann hier beschleunigt werden oder du kannst in einer bestimmten Angelegenheit schneller an ein Ziel kommen, als du geglaubt hast. Ja, also irgendetwas soll sich hier sehr rasch verbessern. Ich kann es jetzt nicht näher beschreiben. Ich vermute aber, dass du weißt, um was es hier geht. Deshalb ist es jetzt auch wichtig, um diese Energie hier zu verstärken, dass du dich auf den dein Ziel fokussierst, ja, und auch mal in das Gefühl hineingehst, wie würde es sich anfühlen, wenn plötzlich oder wenn in dieser Angelegenheit sich plötzlich einiges verbessert. Dann haben wir hier noch eine Verbindung liegen in der Außenschau. Also wir schauen ja auch noch einmal von außen auf deine Situation. Da möchte ich jetzt aber noch eine Zusatzinformation haben. Okay, ich bekomme jetzt dann nicht wirklich mehr heraus. Also es geht hier um eine sehr schicksalhafte Verbindung, die sich hier zeigt. Vielleicht hast du ja auch kürzlich jemanden kennengelernt, ja. Das kann natürlich auch eine Verbindung sein, die schon länger besteht. Das ist ja eher irrelevant, wie lange diese Verbindung schon besteht, sondern es geht mir darum, diese Verbindung ist sehr schicksalhaft. Es geht um eine schicksalhafte Kontaktaufnahme. Also entweder jemand, eine neue Person oder jemand, den du bereits kennst. Das
Es ist durchaus möglich, dass diese Verbindung hier in Kürze erst ansteht, ja, also in den nächsten Stunden oder wenigen Tagen. Das ist ja auch der Zeitraum der Gegenwart. Das kann auch schon stattgefunden haben, ja, in den letzten wenigen Tagen, also beziehungsweise hier sehr aktuell sein. Also es geht hier um eine wichtige Verbindung und du bist hier in Kontakt oder bist hier in Kürze in Kontakt, ja. Ich kann es jetzt nicht näher beschreiben. Vielleicht weißt du auch genau, um wen es hier geht. Und nochmal, also diese Verbindung, die sieht für mich sehr rein und aufrichtig aus, also auch auf Augenhöhe. Das sieht hier wirklich vielversprechend aus. Vielleicht geht es hier um etwas Privates, also kann ich mir durchaus vorstellen, vielleicht eben eine Partnerschaft oder eine Partnerschaft, die sich hier anbahnt, also oder wo hier wirklich ein sehr hohes Potenzial besteht, dass das sich zu einer festen Partnerschaft entwickeln kann. Es kann hier auch um eine Freundschaft gehen, beziehungsweise wenn du mehr auf Berufliches schaust, dann ist das hier eine sehr, sehr lukrative Verbindung in diesem Bereich, ja, die hier wirklich das Potenzial hat, lange stehen zu bleiben. Wir können hier natürlich nur das Potenzial anschauen. Es hängt dann natürlich auch immer von der Interaktion ab, wie sich die dann entwickelt, ja, also zwischen beiden Seiten. An sich ist das hier wirklich vielversprechend, meine liebe Waage. Wir schauen jetzt mal in die Blockaden, die sich hier aktuell zeigen. Diese Blockaden sind auch bereit, aufgelöst zu werden. Wir schauen natürlich im Anschluss wie immer in die Lösungsimpulse und abschließend noch in die Tendenz. Aber jetzt wollen wir natürlich erfahren, was stellt sich denn aktuell quer? Auf deiner Ebene haben wir ein altbekanntes Thema, komplett Sternzeichen unabhängig. Es geht um das Thema Loslassen. Ja, also etwas möchte hier losgelassen werden. Das blockiert hier eben auch gerade diese Abkürzung oder diese Beschleunigung, um die es hier geht. Also an irgendetwas hältst du hier fest, das beschäftigt dich auch sehr. Vielleicht sind es auch einfach ganz einfach nur diese negativen Gedanken, die hier verändert werden möchten. Schauen wir mal ein bisschen tiefer hinein. Vielleicht können wir ein bisschen mehr herausfinden. Ah, es geht um eine Entscheidung. Das Thema Entscheidung zeigt sich hier. Ich muss nur der Vollständigkeit halber hinzufügen, dass dir auch eine Kartenlegung eine Entscheidung nicht abnehmen kann. Die triffst du final immer selbst. Eine Kartenlegung kann sehr gute Impulse liefern. Und ich sehe hier das Thema Entscheidung, das hier ansteht. Es kann auch sein, dass du hier vielleicht eine Entscheidung getroffen hast und noch nicht ganz angekommen bist in dieser Situation. Ja, also irgendetwas stellt sich hier vielleicht auch noch quer beim Treffen dieser Entscheidung. Da schauen wir dann natürlich auch in die Lösungsimpulse. Und das hat eben auch damit zu tun, bei dieser Entscheidung, das ist hier für etwas und gegen etwas anderes. Ja, und da geht es auch um eine Art Erleichterung. Ich glaube, diese Entscheidung ist aber nicht ganz so einfach zu treffen, ja, also da geht es auch darum abzuwägen, also die Vor- und die Nachteile von jeder Option, aber diese Entscheidung ist wichtig, ja, und die soll offenbar auch getroffen werden. Schauen wir mal weiter. Ich sehe hier auch eine sehr starke innere Unruhe. Das hängt hier natürlich auch zusammen mit diesen negativen Gedanken, die sich hier zu Beginn der Legung zeigen. Und was ich hier auch sehe, ist, dass es hier ist irgendetwas im Umfeld, das sehe ich auch auf dieser Ebene. Jemand gönnt dir hier etwas nicht und zeigt das offenbar auch sehr offen. Also das sage ich jetzt einfach ganz klar heraus, weil ich das Thema zeigt sich zweimal auch auf der Ebene des Umfeldes. Und das löst hier vielleicht auch, löst hier auch Zweifel in dir aus. Vielleicht redet dich hier jemand klein oder redet hier jemand deine Leistungen klein oder deine Erfolge oder das Ziel, das du hier anstrebst. Und das ist auch wichtig, das hier zu erkennen. Lass das
lass das, was gesagt wird, nicht zu nah an dich heran. Ja, ich meine, das sagt sich auch wieder leichter, als es dann getan ist. Aber es ist wichtig, hier eine Grenze zu ziehen. Diese Person hat keinen vollen Einblick in deine Situation und kennt sich hier auch nicht wirklich aus. Und wichtig ist eben auch, dass diese Unruhe, die sich hier zeigt, dass das wieder, dass du hier wieder in deine Mitte kommst. Ja, das ist ganz entscheidend. Also, dass du sozusagen wieder in die Waage kommst, hängt ja auch mit deinen Gedanken zusammen. Und wichtig ist auch zu sehen, nicht jeder in deinem Umfeld ist so. Und vielleicht hat diese Person auch keine böse Absicht dahinter und drückt sich einfach sehr, ja, tollpatschig aus oder hat hier vielleicht nicht wirklich das nötige Feingefühl und fällt hier direkt mit der Tür ins Haus. Also kann natürlich auch der Fall sein. Wichtig ist, dass du dir das nicht so sehr zu Herzen nimmst. Wenn wir jetzt hier weiterschauen ins Umfeld, dann zeigt sich hier auch diese Übergangsphase. Ja, das zeigt sich auch hier. Also hier ist irgendetwas Größeres im Gange, meine liebe Waage, habe ich so das Gefühl. Also es geht hier um sehr viel Schicksal und das ist ja ein sehr kurzer Abschnitt, der hier gerade einfach stattfindet, sich vielleicht aber so für dich so anfühlt, als würde sich das ewig in die Länge ziehen. Das Universum sagt auch hier, was diese Übergangsphase betrifft, und das hängt ja auch mit dieser Verbindung zusammen, auch hier geht es darum, du wirst es nie jedem Menschen recht machen können. Ja, das zeigt sich hier noch einmal. Und vor allem bei einigen geht es ja auch um ein ganz schicksalhaftes Thema, etwas ganz Wichtiges, das hier angestrebt wird. Und da ist es auch ganz normal, dass man hier Gegenwind bekommt. Ja, das gehört einfach dazu. Und da ist es auch wichtig, stell dir auch die Frage, wenn du hier ungefragt Kritik bekommst, ist das eine Person, die du von dir selbst aus um Hilfe bitten würdest oder um ihre Meinung bitten würdest? Denn dann kannst du schon mal ganz klar erkennen, ist die Meinung dieser Person relevant für mich oder eher nicht? Und wenn hier sehr negative Zweifel geschürt werden, ja, dann ist es hier natürlich auch wichtig, das Gesagte zu hinterfragen. Steckt da Wahrheit drinnen oder zeigt diese Person eigentlich eher mehr, wie es in ihr aussieht? Ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Schauen wir jetzt in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Auf deiner Ebene geht es hier um diese Entscheidung. Vielleicht geistert das hier auch sehr stark in deinem Kopf herum. Es geht hier um das Thema Geduld und ich glaube, in einer der letzten Waagelegungen war das auch schon wieder Thema und wir können das Thema Geduld schon alle nicht mehr sehen, ich weiß es, aber hier ist anscheinend in irgendeinem Punkt noch ein bisschen Geduld erforderlich. Ja, also es geht hier jetzt nicht um Wochen, Monate oder Jahre, sondern ich habe das Gefühl eher um Stunden und Tage. Möchte aber auch wissen, was das Universum hier noch zu sagen hat. Ah, okay. Das ist auch eine sehr wichtige Karte. Das Universum sagt, es fehlt hier noch eine Information zum Treffen dieser Entscheidung. Jetzt verstehe ich auch, warum dir das so schwer fällt. Du wirst diese Information erhalten, meine liebe Waage, genau zum richtigen Zeitpunkt und dann kannst du diese Entscheidung auch treffen. Also das versichert das Universum hier. Hab hier noch Geduld. Das, was du noch brauchst, um das zu machen, das kommt zu dir, das soll sich zeigen, ja. Und das zeigt sich genau zum richtigen Zeitpunkt. Also diese Entscheidung, die hier ansteht, die wirst du offenbar demnächst treffen. Irgendetwas fehlt hier noch und ich denke, das ist auch der Punkt, warum dir das hier keine Ruhe lässt. Geh hier mehr in das Gefühl, wie fühlt es sich an, wenn du diese Entscheidung dann getroffen hast? Wie fühlt sich deine Situation dann an? Und damit kannst du hier auch dazu beitragen, dass sich das alsbald zeigt, beziehungsweise dass du es dann auch erkennst, wenn es sich zeigt. Aber du sollst es auch erkennen. Also das Universum kündigt das hier an. Diese Information kommt zu dir. Schauen wir mal weiter.
Es geht hier um diese Abkürzung, ja, und diese sehr rasche Verbesserung deiner Situation, wo hier auch irgendwo Neid oder Eifersucht mit hineinspielt oder dir hier jemand etwas offen nicht gönnen möchte. Und du fühlst dich hier offenbar, so wie ich das sehe, auch ein bisschen gehemmt, dich wirklich auch für diese Sache vielleicht auch zu entscheiden oder hier wirklich voll und ganz Ja zu sagen, eben auch aufgrund dieser negativen Gedanken, die wir hier haben. Und das Universum sagt hier, du wartest offenbar auch auf ein Zeichen. Und auch hier bekommst du dieses Zeichen. Das Universum sagt, es ist jetzt an der Zeit, hier in die Umsetzung zu gehen. Das zu machen, ja. Also es ist an der Zeit, dass du dich transformierst. Also du bekommst hier auch vom Universum ein Zeichen und ein klares Ja. Ich meine natürlich immer unter Vorbehalt, du weißt, das ist hier eine allgemeine Kartenlegung. Wichtig ist aber, dass du vor allem dein Ziel ins Auge fasst und das, was von außen auf dich hereinprasselt, ja, also auch diese negativen Kommentare, dass du die einfach so stehen lässt und dich auf dein Ziel konzentrierst, ja. Also ich sehe hier einfach ganz klar, was auch immer du hier vorhast, das hat wirklich ein sehr, sehr großes Potenzial, erfolgreich zu sein. Und jetzt ist hier wirklich ein absolut optimaler Zeitpunkt, sich darauf zu fokussieren. Und diese eine Information, die kommt hier eben auch zu dir. Vielleicht ist auch diese Entscheidung hier wichtig, dass hier diese Beschleunigung stattfindet. Kann ich mir auch vorstellen. Schauen wir noch ins Umfeld. Hier geht es um einen Neubeginn, der Wellen schlägt. Und ich glaube, das ist jetzt eben auch hier diese Verbindung. Auch wenn diese Verbindung schon länger besteht, also wenn du diese Person schon länger kennst. Es geht hier um einen Neubeginn im Umfeld, wo das Universum sagt, du sollst dich hier darauf fokussieren. Also wenn du hier mit jemandem gemeinsame Sache machst oder hier ein Vorhaben hast, dann soll dein Augenmerk jetzt darauf gerichtet werden. Denn das ist das, worum es hier für dich geht. Und das soll ja auch dazu führen, dass hier diese Wartephase zu Ende geht, ja, dass diese Übergangsphase endet. Und auch dazu führen, dass dich diese Kommentare oder eben dieser Gegenwind, dass dich das nicht mehr so abhält oder aufhält oder dass hier eben etwas in eine Verzögerung geht, meine liebe Waage, ja. Das ist, wie gesagt, das wird vielleicht ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber das lohnt sich in jedem Fall, vor allem eben auch diese vielversprechende Verbindung, die hier in der Außenschau liegt, ja. Also für mich ist das eindeutig diese Verbindung, um die es hier auch geht. Diese Verbindung, wenn die noch nicht da ist, ja, die soll sich in Kürze zeigen. Ja, auch das ist hier wichtig. Gehe in das Gefühl eines vielversprechenden Neuanfangs, einen Neuanfang, der positive Wellen schlägt. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Bleiben wir gleich in der Mitte. Also hier sehen wir ganz eindeutig, das Universum kündigt hier an, diese rasche Verbesserung deiner Situation, die steht an. Ja, und es kann hier durchaus sein, dass hier vielleicht noch einiges zusammenkommt und plötzlich bist du in der Leichtigkeit. Ja, also wird hier sehr plötzlich angezeigt, eben auch hier und eben hier auch in der Tendenz. Es ist hier wichtig, wie gesagt, geh in die Leichtigkeit, spür dich hinein, spür dich hinein, wie fühlt es sich an, wenn du schon dort bist. Und es soll hier sehr rasch, soll diese Verbesserung da sein. Also ich kann es jetzt auch nicht anders greifen. Aber das Universum überrascht einen immer wieder. Also sei hier wirklich offen dafür. Wir haben auch hier diesen Hinweis, ja. Also es ist so, als wie wenn eine Ampel plötzlich umschaltet, wo man lange davor steht und sich denkt, die Rotphase endet nie und plötzlich ist es grün und dann geht's los. Ja, also so in diese Richtung nehme ich das wahr. Auch auf deiner Ebene, meine liebe Waage. Hier liegt der Durchblick, also plötzlich ergibt alles Sinn, sagt das Universum. Das ist hier auch wirklich sehr greifbar. Also diese Information, die hier noch fehlt für diese Entscheidung, die soll sich wirklich sehr, sehr rasch zeigen. Also da
Bist du wirklich kurz davor? Ein bisschen Geduld ist noch erforderlich. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, es handelt sich hier bei den meisten um wenige Stunden oder Tage. Ja, also das ist ein sehr kurzer Zeitraum und dann weißt du auch, was zu tun ist. Ja, und dann hört auch diese Unruhe plötzlich auf. Vielleicht hängt das eben auch alles hier mit dieser Information zusammen. Dann schauen wir noch ins Umfeld und hier geht es um eine wichtige Erkenntnis beziehungsweise irgendetwas aus der Vergangenheit wird dir hier klar. Du kannst hier auf irgendeinen Erfahrungswert zurückgreifen. Das möchte ich jetzt auch noch näher auslegen. Okay. Hier im Umfeld wirst dich an irgendetwas Wichtiges erinnern, also also in Bezug auf eine andere Person. Irgendeine Erfahrung, die du bereits gemacht hast, die soll dir plötzlich ins Gedächtnis gerufen werden, ja. Etwas, an das du schon lange nicht mehr gedacht hast. Und das wird dazu führen, dass sich hier, was das Umfeld betrifft, oder dass sich hier irgendetwas erleichtert, dass etwas leichter oder einfacher wird für dich. Vielleicht geht es hier eben auch um diesen Gegenwind, den du dann nicht mehr wirklich wahrnimmst oder den du dann vielleicht auch nicht mehr ernst nimmst. Es kann aber auch eine ganz spezielle Situation für sich sein. Ich sehe einfach nur irgendein Erfahrungswert, der wird dir zum richtigen Zeitpunkt, wirst du dich daran erinnern, irgendein Ereignis kommt hier zurück ins Gedächtnis oder wird dir hier bewusst und das wird dir hier weiterhelfen, ja? Also ich sehe hier eine sehr, sehr große Erleichterung hier in der Tendenz und es geht anscheinend sehr plötzlich. Meine liebe Waage, eine aufregende Legung. Wir kommen jetzt aber zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.